So, und damit begrüße ich euch ganz, ganz herzlich zum Stream an diesem Nachmittag. Ja, wir gehen heute ein bisschen, auf jeden Fall erstmal in den Freizeitpark zurück, in dem wir gestern relativ lange versucht haben, Profit zu machen, das aber einfach nicht geklappt hat. Ich hoffe, wir sitzen da nicht mehr allzu lang dran. Und danach würde ich mit euch gerne das Spiel wechseln. Aber da möchte ich mich noch nicht festlegen, weil ihr kennt mich. Da möchte ich einfach das machen, worauf ich dann da gerade Lust habe. Und da bin ich mal gespannt, was wir machen. Ja, wir sind auf jeden Fall in einem Park unterwegs im Moment, der unfassbar nah, beziehungsweise der mit einer Schlucht, der durchzogen ist und in der viele, viele Drachen wohnen. Und ja, in der wir versuchen, also haben wir schon eine Achterbahn reingebaut, dann haben wir noch eine zweite Achterbahn gebaut, die wir jetzt vollenden. Da fehlt noch eine Kleinigkeit. Dann können wir die Wege bauen. Und dann müssten wir hoffentlich endlich einen Profit von 3000 hinbekommen. Von 6000 hinbekommen. Und wenn nicht, weiß ich nicht so genau, was wir noch machen sollen, um ehrlich zu sein. Dann wird das Ganze ein bisschen schwierig. Genau, wir sind hier nämlich in Good Gully Miss Molly noch in der Mission. So, und hier möchte ich bitte noch einmal den Trick benutzen, den wir davor schon mal benutzt haben. So. Ach so, und ich habe, glaube ich, hier noch andere Sachen auch nicht. Das ist vielleicht auch blöd. Ja, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, weil wir hier nämlich auch etwas haben, was ich eigentlich ja nicht brauche. So. Und jetzt wollen wir die einmal testen. Und ja, mit dieser Achterbahn. Achso, ich habe noch eine Sache vergessen, die ich auch ändern wollte. Das tut mir sehr leid, Leute, aber ich finde, das ist triggert mich. Weil da beginnt irgendwo ein Laufsteg und der ist irgendwie nur da hinten dann. Das mag ich nicht. Schließlich muss man, wenn die Achterbahn stehen bleibt, ja auch irgendwie da wieder wegkommen, ne? Dementsprechend machen wir da natürlich auch einen Fußweg hin. Ja, genau, wie gesagt, das ist jetzt die zweite Achterbahn. Wir nennen diese, werden wir jetzt auch gleich auf die Flügel des Drachen taufen. Oder, ja, ich denke, glaube ich, so hatte ich das genannt auf YouTube. Oder die Schwingen des Drachen, ich weiß es nicht genau. Irgendwie so war es auf jeden Fall. Und damit haben wir die zweite Achterbahn bei uns im Park auf jeden Fall schon mal stehen. Welche, denke ich, ganz gut ist. Und mit der wir hoffentlich unser klitzekleines Geldproblem, unser Profitproblem lösen können. Weil das sonst nämlich echt doof wäre. Ja. Gucke, und jetzt schafft das auch der zweite Waggon. Sehr, sehr gut. Ans Ziel. Ja, ich möchte natürlich jetzt den Eingang mit dem Weg verbinden. Und muss feststellen, dass wir gerade kein Geld haben. Wäre ja auch zu einfach, wenn wir jetzt gerade Geld hätten, ne?
Ja, die muss jetzt aber nicht die ganze Zeit fahren, das ist auch Quatsch. Wir brauchen ja nur ein bisschen Geld. Und dann bauen wir den Eingang hierher, der Ausgang ist auf dieser Seite und wird hier unten hergehen. Ist nur die Frage, wie wir den Expresseingang bauen, ne? Hier einfach drüber wahrscheinlich, ne? Ja, muss irgendwie so klappen. Müssen wir gucken. Haben wir eigentlich noch ein Darlehen? Weil ich hatte, glaube ich, letztens am Ende des Streams, ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte keine Geduld mehr. Ich habe direkt ein Darlehen aufgenommen, weil mich das so genervt hat, dass wir uns die Achterbahn nicht leisten können. Dass mir das heute auf die Füße fällt, habe ich da natürlich nicht bedacht. Wie sieht denn das mit meinen Beschäftigten aus hier? Ja, ganz okay noch. Weil die haben ja auch letztes Mal für ein bisschen Probleme gesorgt. Das war ja auch so ganz leicht dezent problematisch. Okay, die hat hier sogar Stützen, das finde ich gut. Dann brauche ich das hier ja gar nicht abändern. Ich habe eigentlich gedacht, das muss ich ändern, aber wenn das sogar Stützen hier hat, überall, muss ich das nicht abändern. Nee, so kommt da auch keine Stütze mehr hin. Okay. Ja, das ist doch gut. Jetzt kann ich die Achterbahn nur nicht eröffnen, weil uns die Kohle fehlt. Ist auch unglaublich, ne? Wir haben eine komplett vollständige Achterbahn da stehen. Die zum Profit beitragen könnte, aber wir können mal eben die schon mal Flügel des Drachen nennen. Oder wir nennen sie Snowdragon. Das finde ich noch besser, weil sie ist ja auch weiß. Dann können wir sie auch weiß lassen. Ah, guck mal, da muss ich das vielleicht noch mal ein bisschen umändern. Und das machen wir in Blutrot. Und das Blaue von den Wagen. Finde ich also eigentlich gar nicht schlecht. Sieht so ein bisschen so aus wie Feuer dann halt. Ja, oder halt auch nicht, aber das ist egal. Ja, das ist mir egal, dann soll er halt kündigen. Solange wie in meinen Läden überall jemand ist, ist mir das auch eigentlich egal. Wir müssen jetzt halt erstmal das blöde Darlehen loswerden. Das regt mich richtig auf, dass ich das aufgenommen habe. Eigentlich finde ich es richtig doof, weil das war so richtig unüberlegt. Weil ich könnte natürlich jetzt. Mitarbeiter werden dieses Gebäude nicht aufsuchen. So ist. Dann brauche ich die ja gar nicht. Ja, da lasse ich es aber trotzdem stehen wegen Deko. Und da können wir was anderes hinsetzen, je nachdem, was die Gäste denn so haben wollen. Wir können uns da ja ganz nach den Gästen richten. So, und jetzt bitte
Müsste das doch klappen, oder? Wir könnten eine Achterbahn erforschen, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Einmal gucken, wie viel Eintritt nehmen wir. Fünf und zwei. Okay, das ist nicht so viel. Ich hätte schon gerne 10 und 5 eigentlich. Der Premium-Pass hier ist irgendwie ziemlich Quatsch, finde ich. Also bei so diesen Sachen kann ich den Premium-Pass verstehen, aber bei dem... Sorry, aber dann hätte der das lieber, hätte er das eher verdient. Gibt's hier nicht mehr. So, hast keinen Premium-Pass-Eingang mehr. Brauchst du auch gar nicht. Du hier könntest das vertragen. Aber da warte ich erst, bis du kaputt bist. Weil dann ist nämlich sowieso gerade nichts los. So, ich sehe, wir haben wieder ein bisschen Geld. Ich habe mir das irgendwie einfacher vorgestellt, diesen Weg hier zu nutzen. Machen wir es so. Das ist zwar nicht so schön, aber für 60 Sekunden passt das vom von den Ergebnissen her. Wie lange fährst du? Ja, das passt auf jeden Fall. Wo kann ich diesen Premium-Pass aktivieren? Wo ging das denn jetzt nochmal? Ich habe nicht aufgepasst. Hier. Oh.
Ja, exakt so sollte es sein. So, jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall noch eine Information. Denn wenn wir zwei Achterbahnen haben und hier diese ganzen Dinge auch noch alle anschließen, mit Premium Pass lohnt sich das ja definitiv und sonst wird der ja nicht gekauft. So. Jetzt habt ihr hier eine Achterbahn über euren Köpfen fahren, die hoffentlich dazu anregt, auch nach hinten in den Park zu gehen. Machen wir mal 45 Sekunden raus. Ich habe eigentlich gedacht, dass das eher so ist wie hier und die Züge sich abwechseln und man dann nicht ewig lange warten muss. Aber gut. Mal gucken, wenn die jetzt auch warten müssen, muss ich es weiter runtersetzen. Aber die sollten eigentlich nicht so lange warten, deswegen. Na, das ist noch zu. Ich sag mal, so ist besser. Wie gesagt, das sind jetzt so die Feinheiten. Die sich aber erst ein bisschen ergeben, wenn wir hier ein bisschen uns die Achterbahn angucken. Ja, für die Achterbahn lohnt sich der Premium passt noch nicht so ganz. Ja, so ist gut.
mal, so langsam erfüllt sich das hier auch. Ja, so billig finde ich das jetzt nicht, aber wir machen mal auf 11 hoch. Wie findet es mein Park-Eintritt-Schnäppchen? Wie teuer ist denn der gerade? 10 und 5, das ist also okay. Das finde ich gut, dann lassen wir das so. So. Und ab jetzt dürfte ich eigentlich Profit machen mit allem. Ja, mit so ziemlich allem. Wieder aufleben sind die ersten, das ist richtig gut. Ja, gut, hier, das wird bald noch positiv werden. Die ist halt im Moment einfach noch nicht voll. Okay, aber das sieht auf jeden Fall gut aus. Auch, dass die Schlange wächst, das ist auch sehr gut. Oh, guck mal, die Züge werden schon voll. Also beziehungsweise das ist der erste volle Zug, der in den Bus fährt. Das finde ich auch gut. Meine Taktik funktioniert also, die Leute so nach hinten zu locken. Ja, der Anstehweg ist natürlich deutlich länger als der hier, aber das sollte okay sein, glaube ich. Hier ist jetzt hat die anderen ein Problem. Irgendwer hat gekündigt. Aber die sind alle noch vernünftig, das ist gut. Du hast ein technisches Problem, aber um dich wird sich gekümmert. Ich bin jetzt erstmal hier an dieser Achterbahn dran, wie die angenommen wird.
Sag mal, kannst du jetzt auch mal kaputt gehen hier? Ich würde gerne für dich den Premium Pass aktivieren. Das sind viele. Und du machst schon gut Profit. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis mal wieder unser Darlehen zurückgezahlt wurde und das hier wieder anläuft. Und dann müssten wir den Profit eigentlich hinbekommen, hoffentlich. Bitte 15 dann, ja, wenn der zu billig ist. Mal gucken, ob der dann zu teuer ist für die meisten. Oh, hier die Schlange ist aber auch ganz schön explodiert gerade. Finde ich gut. Sehr gut sogar. So, jetzt muss das mal so langsam hier hochkraxeln, ne? Aber ich glaube, ich darf auch nicht mehr ausgeben. Also wenn ich jetzt Sachen ausgebe, geht das, glaube ich, auch runter. Kann das sein? Oh, das ist so teuer. Das müssen wir noch 10. Wir können es ja billiger machen. Das ist ja nicht das Problem. Vielleicht sind die Sachen, wo die Minus machen, auch einfach zu teuer.